statt zu sagen, hey, das ist Menschen in Gefahr, lass mal schnell rausholen. Und also nicht nur meine Mutter, auch zig andere Menschen, die dort wirklich rausgeholt werden müssten, beschäftigen sie sich mit Bürokratie. Aber Wahlrecht heißt ja auch nicht, dass alle Leute, die das Wahlrecht haben, müssen auch wählen. Ich möchte in meiner eigenen Identität und meinen eigenen Facetten genauso leben können, frei leben können, ohne mich anpassen zu müssen. Ich liebe wählen. Das ist einfach die Erfüllung meiner Träume. Wenn ich wählen gehe, ich habe so das Gefühl, als hätte ich gerade so volles Menü gegessen, so richtig guten Cappuccino getrunken. So ist einfach ein Segen. Alhamdulillah. Beste. Du, Bruder, wählst ja auch das erste Mal. Wie fühlst du dich damit? Ist schon krass. Also meine erste, meine erste Wahl war Europawahl, aber es ist jetzt so, ich komme aus Berlin. Berlinwahl, Kommunalwahl, Bundestagswahl, Volksentscheid. Das ist eine Entscheidungswahl, weil ich keine andere Kanzlerin kenne als Merkel. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, dass ich und viele meiner Freundinnen und anderen Menschen in meinem Umfeld einfach keine Hoffnung haben so richtig. Weil wenn wir uns das Wahlprogramm anschauen, dann sind es einfach Strategien und Pläne, die jetzt nicht wirklich nachhaltig, zukunftsgerecht und sozial gerecht sind. Deswegen habe ich jetzt auch nicht so viel Hoffnung, egal wer am Ende Kanzlerin, Kanzler wird oder regiert. Ich komme gleich darauf nochmal zurück, aber ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass du nichts dran hast. Du bist nur, ja, Parteien sind nicht, wir haben diese gute Mann. Ich darf nicht wählen, aber trotzdem stimme ich ein. Ja, ja. Okay, dann hole mich mal kurz ab. Wie kannst du ordnen das für mich ein? Du bist ja in einer Initiative, wo nochmal aufmerksam darauf gemacht wird, dass 14% der deutschen Bevölkerung oder derjenigen, die in Deutschland leben, nicht wählen dürfen. Wie bist du dazu gekommen und welche Rolle spielst du in dieser ganzen Initiative? Genau, unsere Initiative heißt nochmal nicht ohne uns 14%. Und 14% ist der Anzahl von der volljährigen Menschen, die in Deutschland nicht wählen dürfen, weil uns die deutsche Staatsbürgerschaft fehlt. Weil deutsche Staatsbürgerschaft ist eine der Voraussetzungen, um wählen zu dürfen. Und genau, ich darf dann auch nicht wählen, wie andere 10 Millionen von Menschen. Und deswegen bin ich auch dazu gekommen, die Kampagne zu gründen. Ich mache jetzt eine mies freche Frage, aber sagen wir mal, ich sage so, ab morgen, du darfst wählen. Mhm. Ich so, ich rufe Merkel an, ich sage so, klär mal, Sonne als Ausnahme. Mama, gäbe es eine Partei, die du wählen würdest oder wie würdest du da vorgehen? Weil du gerade eben ja schon gesagt hast so, oder genickt hast, als Guang meinte, nee, das ist nicht so geil. Gute Frage, weil es ist ja auch sehr wichtig, weil wir kämpfen auch für Wahlrecht, aber Wahlrecht heißt ja auch nicht, dass alle Leute, die das Wahlrecht haben, müssen auch wählen. Also das heißt, auch wenn ich vielleicht, also ich würde gerne nicht über mich selbst sprechen, ich finde jetzt eigentlich keine Partei, die mich vertreten möchte oder vertreten wurde. Genau, aber ich finde, das Wahlrecht geht es auch um mehr als wählen zu wollen oder nicht. Also viele Leute wollen ja auch nicht wählen, die müssen aber trotzdem Wahlrecht haben. Man kann auch so systemkritisch sein, aber auch Wahlrecht haben. Guck mal, direkt perfekte Überleitung zu dir. Mega. Sehe ich absolut genauso. Im Gegensatz zu dir bin ich wahlberechtigt. Als ich 16 wurde, wurde ich eingebürgert mit meiner Familie. Und wenn ich ganz kurz ausholen darf, so, woran ich mich erinnere, wir wurden eingebürgert und mein Vater kam und war mega happy und sagt so, oh, richtig nice, jetzt haben wir eine Stimme und die müsst ihr verwenden. Und diese Stimme bewirkt was bei dir, bei deinem Gegenüber, also in deinem Umfeld und in der Bevölkerung. Und die ist wertvoll. Und dann stecke ich in diesem Dilemma gerade, ohne emotional jetzt zu werden, ich versuche es, aber als gebürtiger Afghaner, gerade zu dieser Zeit stecke ich in einen Loyalitätskonflikt, würde ich es nennen. Und das bedeutet, als deutsche Staatsbürgerin habe ich eine Verpflichtung zu wählen und ich nehme diese Verpflichtung auch an, so wurde ich auch erzogen. Und sie ist wertvoll, auf der einen Seite, weil ich Migrantin bin und ich will meine Stimme nicht der mehr rechts entwickelten Parteien irgendwie widmen, aber auf der anderen Seite stecke ich in ein Dilemma, dass gerade mein Land einfach mal verlassen wurde. Und ich weiß, dass wir hatten ja auch im Vorgespräch telefoniert gehabt und ich war nochmal so, ja, machst du, da hol mich nochmal ab, wo ist aber da die Verbindung? Vielleicht kannst du es ja auch nochmal machen, wo ist da die Verbindung? Weil ich könnte jetzt behaupten und sagen, ja, Wahlrecht ist eine Sache, Afghanistan, Deutschland ist eine andere Sache, wo ist da die Verbindung? Hol mich ab. Naja, man hat ja mehrere Identitäten als Afghanin. Also ich bin ja Deutsch-Afghanin, wenn man es sagt, aber Deutschland ist meine Heimat, hier lebe ich und Afghanistan sind meine Wurzeln. Da bin ich geboren und da ist meine Identität. Und das tut weh, wenn man sieht, wie die ganze Welt quasi zuguckt und uns fallen lässt und nicht hilft. Und wie soll ich es formulieren? Ich versuche mal so zu sagen, es ist, zum einen sehen wir, wie es zugrunde geht. Sie haben quasi nicht
oder nicht Macht einfach übernehmen lassen, sondern sie haben sie quasi Macht übergeben. Und dann siehst du, wie sie auch daran hindern, Menschen, die in Lebensgefahr stecken, rauszuholen. Und wenn ich überlege, dass jetzt gerade, ich erlebe es ganz persönlich an meiner Familie, so wenn ich überlege, welche bürokratischen Hürden mir gestellt werden, da überhaupt, und ich spreche von meiner Mutter zum Beispiel, die rauszuholen, die in Lebensgefahr steht, und Deutschland hilft dir nicht, und sie, statt zu sagen, hey, da ist Menschen in Gefahr, lass mal schnell rausholen, und also nicht nur meine Mutter, auch zig andere Menschen, die dort wirklich rausgeholt werden müssten, beschäftigen sie sich mit Bürokratie. Und dann beschäftigen sie sich damit mit anderen Themen, sowas wie, oh mein Gott, ein paar Tage direkt danach, sowas wie 2015, darf sich nicht wiederholen, die Afghanen dürfen, wir müssen die Nachbarsländer unterstützen, wir schicken da mal die Gelder hin. Und Hauptsache, sie kommen nicht hierher. Und wenn ich all diese Sachen höre, also einmal das Bürokratische, ich kriege meine Mutter nicht raus, dann sehe ich, sie sind auch nicht supported, andere gefährdete Gruppen rauszuholen. Und auf der anderen Seite kommen solche Kommentare von der Bundesregierung, die dann sagt, wir dürfen es nicht wiederholen, 2015, da ich, ja, was habt ihr aber 20 Jahre lang da gemacht? Ihr hättet ja die Ursache bekämpfen können. Mhm. Habt ihr nicht. Also was zum Teufel war, wofür wart ihr da? Mhm. Und dann stellt sich auch die Frage so, die Nachbarsländer supporten, echt jetzt? Mhm. So Pakistan? So, ich meine, die flüchten, also jeder, wenn man sich darüber informiert, weiß. Pakistan oder unsere letzte Folge. Danke, genau. Watch our last episode. Die sollte man sich einmal unbedingt angucken, weil da kriegt man Background-Informationen. Pakistan ist supported Taliban. Und das heißt, die Afghanen, die dort flüchten, sollen nach Pakistan, um dort finanziert zu werden, damit sie bloß nicht weiterlaufen. Also wie absurd ist diese Geschichte. Und es ist ja nicht nur die Bundesregierung, die solche menschenverachtende Politik macht, sondern es sind ja auch die Parteien in den Landtagen, die wirklich daran festhalten. Also auch Absolut. Die Grüne, auch die SPD, wenn eine Franziska Giffey, die jetzt für Berlin kandidieren möchte, zur Bürgermeisterin, auch weiterhin bis vor ein paar Wochen und Monaten noch gesagt hat, wir schieben weiterhin konsequent nach Afghanistan ab, dann sind das auch die Parteien, von denen so progressiv denkende Menschen einfach hoffen, ja, ich gehe wählen und danach ist so Deutschland so perfekt, rot-rot-grün oder so eine progressive Regierungskoalition wird so Deutschland zum Paradies machen. Aber ich glaube, diese Wunschvorstellung ist einfach so realitätsfern, weil klar ist wählen super wichtig und ich werde auch wählen gehen und ich werde auch Menschen davon überzeugen zu wählen, weil wir nun mal diese Gefahr von rechts haben. Aber wir dürfen halt diese potenziellen anderen Regierungen auch nicht dann einfach so akzeptieren, sondern man muss die immer kritisch sehen, weil nun mal diese Parteien und diese Regierungen trotzdem am Ende opportunistisch sind und machtgesteuert sind. Sehe ich absolut genauso. Es ist im Endeffekt nicht, dass ich gehe definitiv wählen, weil ich die Verantwortung spüre, aber nicht aus Überzeugung. Mm. Nicht, weil ich die Parteien Themen super finde und sage, hey, ihr seid mega supported und ich fühle mich vertreten. Mm. So ganz und gar nicht. Mein Herz ist gebrochen. Also ich weiß gar nicht, ob ich Aber ganz möchte. Ehrlich, ich wünschte, ich wäre an diesem Punkt. Ich wünschte, ich könnte sagen, ja, ich fühle dich nicht, ich fühle dich nicht, ich fühle dich nicht. Ich habe einfach sowieso das Gefühl, ich verstehe euch nicht mal. Du hast gerade einen Satz gesagt, ich habe euch nicht mal verstanden. Ja. Digga, Mann, ich werde 30, was ist los? Ich fühle mich überhaupt nicht abgeholt. Also das für mich da die Frage, die sich stellt, ist so ein bisschen, also um ehrlich zu sein, ich habe keinen Mut zu wählen. Und ich schäme mich mal, das zu sagen, weil ich weiß, es gibt so einen ganz starken sozialen Druck, dass du gehst wählen. Mhm. Wenn du, ne? Und ich weiß, wir beide haben uns ja auch kennengelernt in einem Engagementbereich, quasi aus der Zivilgesellschaft quasi. Und wir sind ja aktiv. Wir sind ja quasi in unseren eigenen Bereichen, versuchen wir ja gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben. Aber gibt es denn irgendeine Möglichkeit, außerhalb von Parteiwahlen oder von einer Parteipolitik gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen? Also ja und nein. Also ich glaube, da ist es sehr interessant, weil ich glaube, man kann auch sich politisch engagieren und vor allem, es geht, also zum Beispiel bei uns, bei der Kampagne und generell bei der Organisation, wo ich arbeite, geht es ja auch um politische Partizipation von MigrantInnen. Aber die Frage des Wahlrechts ist auch nicht nur die Frage des Wahlrechts, es geht um Mitsprachrecht. Und dieses Mitsprachrecht, auch wenn man sich politisch engagiert, wie viele Zugänge man zu unterschiedlichen Ressourcen hat, wie viele Zugänge man zu unterschiedlichen Netzwerken hat, wo wird man unterstützt, wo bekommt man überhaupt Förderung, wird diese Arbeit überhaupt wertgeschätzt oder nicht, die gehen ja auch um Mitsprachrecht. Also die Frage ist ja auch, wer ist genug privilegiert, um auch mitsprechen zu dürfen überhaupt. Und deswegen ist für mich auch die Frage des Wahlrechts nicht nur die Frage des Wahlrechts, sondern auch die Frage von, wer darf überhaupt mitreden, wem wird überhaupt Raum gegeben zu sprechen und wem nicht.
Ich habe kurz mal eine Runde hier in die eine Frage in die Runde. Gibt es Menschen hier im Raum, die nicht wählen dürfen? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, komm, das, was ich interessant finde, ist, und damit setze ich mich auch neu auseinander erst, ist die Tatsache, dass diejenigen, die nicht wählen dürfen, aber Steuern sollt ihr zahlen. Ja. Aber wählen nicht, aber zahlt die Steuern. Ja, genau. Also ich meine, es geht darum, dass wir gehören dazu, wenn wir Steuern zahlen müssen. Wir gehören aber nicht dazu, wenn wir auch mitentscheiden können. Steuern ist ein richtig guter Punkt, wenn ich jetzt wieder zu mir und Afghanistan kommen möchte. So, ich bin wahlberechtigt, ich zahle Steuern, aber wenn ich weiß, dass mein Geld nach Pakistan geschickt wird und dort supported wird, dann will ich eigentlich auch die Entscheidung haben zu sagen, nein, ich will nicht, dass mein Steuergeld dahin geht. Kann ich aber nicht, weil es wird alles in einen Topf geworfen und die entscheiden. Also habe ich wieder dieses Dilemma, was mache ich denn damit mit meiner Stimme? Angenommen, diese 14%, die gerade nicht wählen dürfen, die dürften ab morgen wählen und Menschen ab 16 dürften wählen. Wie würde das dann aussehen? Ich glaube, die Machtverhältnisse würden sich auf jeden Fall verschieben, also wie die Prozente der Parteien aussehen. Aber es wird ja nicht zur Revolution kommen. Also mal ganz ehrlich, also ich bin der Meinung, dass Demokratie viel mehr ist, als nur zur Wahl gehen. Demokratie bedeutet für mich auch von unten sich zu vernetzen, in den Nachbarschaften, in den Kiez miteinander zu reden, sich zu organisieren und von unten heraus, von unten schon irgendwie Entscheidungen mitzutreffen, sei es irgendwie über die Fahrradstraße, also über den Spielplatz oder sonst was. Eine Mitentscheidung ist nicht nur Bundespolitik, sondern auch die Politik, die bei den Menschen aktiv vor Ort sie gerade beschäftigt. Und deswegen finde ich auch, dass natürlich Wahlrecht ist super wichtig und Menschen mit in diese politische Institution mitzunehmen ist super wichtig. Aber diese Förderung von demokratischer Beteiligung und Partizipation und Engagement in den Kiezen, die migrantisch organisiert sind, die für Feminismus, soziale Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit und so weiter kämpfen, diese sozialen Krisenthemen unserer heutigen Zeit, dass viele solcher Menschen erstens nicht gehört werden, nicht gesehen werden und dann finanziell auch nicht gefördert werden. Und das ist, glaube ich, das Problem, obwohl das auch gelebte Demokratie ist, sei es in der Klimagerechtigkeitsbewegung von jungen Menschen auf der Straße, sei es von der Migrantifa in den Großstädten, die wirklich aktiv um ihre Menschenrechte kämpfen, um ihre Daseinsberechtigung kämpfen. Und das ist auch für mich Demokratie. Deswegen finde ich das immer so aufgebläht, wenn man darüber redet, ihr müsst unbedingt wählen gehen, weil dann wird sich alles für euch ändern. Und das sind doch, ihr redet doch über strukturelle Probleme, aber die strukturellen Probleme werden auch dadurch bekämpft, wenn Menschen von unten etwas bewirken wollen und es nicht nur von oben dann so entschieden wird. Ich bin voll bei dir. Ich wollte nur noch was sagen. Ich denke, dass wieder wählen zu dürfen, heißt auch viel, viel mehr als nur wählen. Das heißt für mich, also ich meine, gerade wenn wir über Afghanistan reden und generell, wenn wir zum Beispiel über die Situation von MigrantInnen und geflüchteten Menschen an der europäischen Grenze reden, dann ist es auch wichtig, über dieses Konstrukt von Staatsbürgerschaft zu denken. Und Wahlrecht für die nicht Deutsche zum Beispiel hier, Nicht-StaatsbürgerInnen, heißt ja auch viel mehr. Das heißt, wie groß ist unsere Solidarität? Wer wird hier unterstützt? Und welche Menschen zum Beispiel bekommen überhaupt Unterstützung oder Empathie oder auch wieder, also sie sind ja alles auch verknüpft. Und ich denke, wenn wir auch dieses Konstrukt irgendwie abschaffen können oder ändern können, und das heißt, dass die Rechte der Menschen und die Privilegien der Menschen und auch das Wert des Lebens von Menschen nicht abhängig von ihren Staatsbürgerschaft ist, dann können sich auch viele Sachen ändern. Und deswegen finde ich das mit Wahlrecht auch super wichtig, nicht nur, weil Menschen wählen dürfen, sondern weil das dieses Konstrukt dann wieder anders in Frage stellen kann. Heißt es dann, es braucht eine staatenlose Zukunft? Für mich schon. Vielleicht musst du noch mal erklären, was meinst du mit staatenlose Zukunft? Naja, wenn wir davon ausgehen, dass Grenzen gezogen werden, dass es sowas gibt wie, weiß nicht, so Pächter oder so Menschen, denen das Land gehört quasi, dann entscheiden sie ja auch quasi, wer Zugang hat, wer wie viel was machen darf. Und wenn das quasi weg ist, dann gibt es ja vielleicht nicht mehr diese Hierarchie. Heißt es dann, wäre das die Lösung der Sache? Heißt es dann, aber für mich, der Sprung quasi von dem, wo wir jetzt gerade sind, bis dahin, ist für mich nicht unmöglich. Sowas, alles ist möglich, safe. Aber die Frage ist dann so ein bisschen, ist das dann tatsächlich die Lösung? Oder entsteht dann da in so einer Situation, selbst wenn wir keine Grenzen haben, trotzdem ein Machtgefälle, wo dann dieselben Menschen, die heute an der Macht sind, immer noch darüber entscheiden, ob du wählen gehen darfst oder nicht? Macht es dann einen Unterschied?
Also ich würde sagen, dass natürlich wird das nicht alle Probleme lösen, aber es wird viele Probleme lösen. Und für mich ist die größte Herausforderung auch die soziale Ungerechtigkeit zum Beispiel zwischen globale Süden und globale Norden. Und diese Grenzen und generell dieses Konstrukt wieder von Staat und Nation, was eigentlich auch ein Konstrukt ist, kreiert auch diese Ungerechtigkeit. Und ich glaube, wenn wir international denken können, dann können wir auch die Probleme nicht nur auf lokale Ebene und nationale Ebene lösen, dann können wir das auf andere internationale Ebene lösen. Das heißt ja nicht natürlich, dass das jetzt an sich alle andere Machtstrukturen, weil es gibt ja auch andere Machtstrukturen, es gibt auch Kapitalismus, es gibt auch Sexismus und Rassismus und so weiter. Und das an sich wird nicht alle Probleme lösen, aber diese Machtstrukturen funktionieren auch Hand in Hand. Und deswegen ist es wichtig, wenn wir eine ändern würden, dann würde ich sagen, dass die anderen auch ein bisschen sich ändern können. Bitte schön. Ich glaube, die Frage, die ich mir immer stelle, ist, wollen wir Gleichberechtigung oder Befreiung? Also unter Gleichberechtigung ist immer diese Metapher von, es gibt einen Tisch oder einen Kuchen und ich bekomme Platz dort und kann diesen Kuchen auch mitessen. Und Befreiung ist aber, ich zerschlage diesen Tisch, weil ich möchte nicht das gleiche Leben haben wie dieser weiße alte Mann. Ich möchte nicht Golf spielen und irgendwie in dieser Familie leben, sondern ich möchte in meiner eigenen Identität und meinen eigenen Facetten genauso leben können, frei leben können, ohne mich anpassen zu müssen, ohne diesen Stuhl anzunehmen und zu sagen, so, yo, ich möchte jetzt genauso sein wie ihr. Und deswegen bin ich eher immer so der Verfechter von nicht Gleichberechtigung, ja, ist auch wichtig und richtig, aber es ist halt auch wichtig, eine befreite Gesellschaft zu haben. Eine befreite Gesellschaft, wo Menschen über Profite stehen, wo die Menschen nicht von ökonomischen Abhängigkeiten, von Genderfragen irgendwie abhängig und irgendwie in solchen Machtkonstrukten und Strukturen stecken. Und deswegen ist es, glaube ich, ein super langer Prozess und wir dürfen uns nicht dazu sehr verlieren und sagen, es muss von heute auf morgen passieren, weil es wird nicht von heute auf morgen passieren. Es sind super viele Hürden und Steine, die in den Weg gelegt werden und all diese demokratischen Strukturen, die in diesen marginalisierten Communities sind, diese Energie, die bewirkt super viel. Und das ist halt die Demokratie, die ich sehe und nicht nur das Wählen. Und trotzdem ist natürlich Wählen wichtig. Ich würde genau an den Punkt ansetzen, so dieses, ich will in meinem Land so frei leben wie alle anderen halt auch. Und was man unterschätzt, wenn wir wieder über Flucht oder Migranten sprechen, ist, keiner flüchtet ja einfach so, weil er Lust drauf hat und weil ihm danach ist. Und keiner sagt, ich flüchte jetzt, weil ich einfach dein Leben haben will, sondern einfach nur der Größteil flüchtet, weil sie in ihrer Existenz und in ihrem Leben einfach gefährdet sind. Und wenn sie aber sie wollen es nicht, sie wollen ja da bleiben. Und auch die Diaspora selbst, die wollen auch dahin. Das heißt, wenn wir diese grenzenlosen Staaten hätten und wir uns freier bewegen könnten, würden wir vielleicht einfach viel eher zu unseren Wurzeln finden, wenn da einfach eine Gleichheit einfach existieren würde. Und aber diese Angst, etwas abgeben zu wollen oder zu müssen, und die dominiert. Und davon muss sich einfach die Gesellschaft lösen, genauso wie eben halt von hier Minderheiten, selbst in Deutschland Minderheiten bis Mehrheiten. Die Mehrheit will sich nicht von ihren Privilegien lösen und die Minderheit kommt nicht hinterher und kann sich nicht durchsetzen, weil sie einfach gar nicht zu diesem Aber Punkt kommt. Gleichzeitig ist es ja nicht nur eine Frage von Minderheit oder Mehrheit, sondern eher von Dominanz. Genau. Es gibt ja auch, auch Staaten, wo die Minderheiten dann über die Mehrheiten, also die Konstrukte sozusagen, regieren. Stimmt, und deswegen ist halt auch immer eine Frage von, wer hat die Privilegien und wer hat diese Macht. Wo ich aber immer so ein bisschen Schwierigkeit habe, ist so, okay, wir können jetzt versuchen, das irgendwie über Parteipolitik zu erreichen, diese Utopien. Aber das, was du sagst, mit so, ja, dieses Festhalten wollen, nicht abgeben wollen, das ist aber für mich keine Sache, die sich mit Parteipolitik lösen lässt. Ist es dann, weil für mich ist es eine tiefe spirituelle Arbeit zu sagen, jeden Tag auf der individuellen Ebene zu sagen, nein, ich lasse los. Das ist auch, dass wir, du sagst ja quasi, dass Menschen aus dem globalen Süden, vielleicht, dass sie nicht flüchten, weil sie jemand was wegnehmen wollen, sondern weil sie quasi nicht in den Umständen sind, die gerade akzeptabel sind. Aber dann auch nochmal die Ebene, dass wir ja auch davon profitiert haben. Warum auch wir heute hier Kadakaya Talks entstehen, dass wir hier überhaupt da sind, ist ja auch, weil es diese Möglichkeiten in Berlin gibt. Und was ist Berlin? Was für eine Geschichte steckt dahinter? Woher kommen die Ressourcen? Und dann ist für mich so ein bisschen die Frage, sagen wir mal, da kommt die beste Partei. Die hat ein cooles Parteiprogramm. Keine Ahnung, du findest eine coole Partei, du.
Aber am Ende des Tages, wenn auch immer noch alle Menschen so dieses Ding haben, so das, aber eigentlich gehört es mir, mhm. aber das actually ist mein, dann werden wir doch eigentlich nicht an den Punkt kommen, wo wir sagen können, wo sogar eine staatenlose Gesellschaft funktionieren kann. Also wo ist dann, wo setzen wir an? Ist das eine Parteipolitik? Warum überhaupt da ansetzen, wenn das sowieso nicht funktioniert, wenn es nicht die spirituelle Arbeit geht? Aber nicht jede Person ist spirituell. Nee, ich glaube, es hat gar nichts mehr was mit Spiritualität zu tun, sondern einfach mit dem eigenen Bedürfnis. Also das heißt, dass man einfach seine Anforderungen oder seine Wünsche einfach kontrolliert. Also so dieses, du musst nicht mehr haben, als du das hast. Du hast doch schon zu viel. So, warum haben wir diese Gier nach immer mehr? Und am Ende ist es halt, worum geht's denn? Was willst du denn, was will man denn als Normalbürger, uns geht's wahnsinnig gut, was will wir denn noch mehr haben? Und wovor haben wir denn Angst, das alles zu verlieren? Wir werden nicht hier verhungern, so Gott sei Dank, aber die anderen schon. Und ich glaube auch nicht, dass eine, da stimme ich dir schon zu, eine Partei alleine wird auch das nicht lösen können, weil sie ist ja auch abhängig von anderen Parteien. Eine Partei alleine reagiert ja nicht. Also wie triffst du denn diese Entscheidung, welche Partei du wählst? Sie ist ja auch abhängig von anderen. Das heißt, es ist wunderbar, wenn die Grüne jetzt eine Linie fährt und sagt, ich bin jetzt familienfreundlich und fahre grün. Wenn sie aber mit jemand anderen Partei teilen muss oder ihre Union teilen muss, dann haben wir ja auch wieder diesen Konflikt. Wir kommen, ne, dann haben wir dieses Problem. Wen wähle ich? Und ich glaube, da muss man aber noch ansetzen, weil dann genau deswegen müssen wir Menschen mobilisieren, die wählen können, dass sie auch wählen, damit Absolut. Solche progressive Mehrheiten irgendwie entstehen. Klar müssen wir sie kritisch halten, aber wenn wir halt diese existenziellen Fragen von der Klimakrise sehen, dann müssen wir auch darüber reden, dass natürlich politische Maßnahmen und Gesetze irgendwie jetzt mal vorangebracht werden können. Und das wird halt nicht mit einer Union geschehen, sondern halt mit anderen Parteien. Und auch da, natürlich sind diese Parteien dann nicht frei von diesen ganzen Machtstrukturen. Und auch die werden neokoloniale Kontinuitäten weiter voranbringen. Und das ist kritisch zu sehen und super problematisch. Aber mit diesen ganzen dringenden Krisen, die wir gerade haben, sehe ich einfach gerade alles sehr weird. Also es ist so, ich muss wählen und ja, aber dann gibt es keine Partei, die irgendwie wirklich sozial gerecht ist, die wirklich klimagerecht ist und so weiter und so fort. Und die Parteien werden nicht alles lösen können, aber gleichzeitig fühlt man sich so verantwortlich, weil ich muss ja wählen und wenn ich nicht wähle, dann ist es doch wieder eine Union, die regiert. Und deswegen ist es immer so ein super komisches Spannungsfeld, in dem man sich befindet. Ich würde auch gerne zu dem, was du gesagt hast und was du gesagt hast, auch was und zu dem, was du gesagt hast, auch noch was sagen. Und zwar, ich glaube auch nicht, dass die Parteipolitik auch diese diese ganze Geschichte mit Mitsprachrecht und zum Beispiel Staatsbürgerschaftsprivileg, das liegt nicht nur an Politik und das liegt nicht nur auch an Parteien. Das ist ja auch eine, meiner Meinung nach, nationalistische Konstrukt, die wir auch alle internalisiert haben. Und das heißt ja, dass wir auch in diesem System aufgewachsen sind und wir denken auch in diesem System. Und nur dadurch, dass die Parteien eine neue Politik zum Beispiel haben oder nur wenn wir wählen dürfen, heißt das nicht, dass das sich an sich auch ändert. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass diese Systeme auch bekämpft werden, aber auch im Alltag und auch, keine Ahnung, in der Schule, in der Familie, generell in der Zivilgesellschaft und nicht nur in Parteien. Das ist ein guter Punkt, gerade so Thema zu Hause beginnen. Ne? Ich selber habe das Privileg, dass ich in einem sehr politischen Haushalt aufgewachsen bin und habe ein anderes Bewusstsein dafür entwickelt und weiß über meine Verantwortung als Wählerin und weiß, dass ich die Stimme nicht abgebe. Aber vielleicht ist das auch genau dieser Punkt, es beginnt zu Hause, dann führt sich das in der Schule vor. Das heißt, auch das Bildungssystem muss nochmal dahinsichtlich nochmal stärker werden und auch dahin die jungen Leute auch vielleicht animieren, aktiv zu werden und sich zu engagieren. Ich würde sogar sagen, nicht mal animieren, ich glaube, es ist ein Facilitaten, quasi den Raum schaffen, zu sagen, you do what you gotta do, mach einfach, wir halten den Raum für dich. Gar nichts vorgeben, ist absolut richtig, ne? So frei laufen lassen, aber schon mit diesem Background so, du kannst was verändern in der Gesellschaft und das zählt und das ist wichtig. Ich glaube, es kommt, glaube ich, immer auf die unterschiedlichen Situationen an und ich glaube, auch heute werden wir keine 1000 Antworten finden, wir werden auch nur Utopien, vielleicht Impulse geben können an unsere Community, KT-Fam da draußen. Es kann sein, dass wir vielleicht in eine staatenlose Utopie uns reinlegen oder ein bisschen mehr da gehen, an eine Befreiung denken. Ich habe immer noch ein bisschen Gänsehaut, was du gesagt hast. Wollen wir auf der Straße anfangen, in der Familie anfangen, wollen wir bei sich selber anfangen oder auf spiritueller Ebene? Ich glaube, es gibt unterschiedliche Ebenen. Als Abschluss
in einem Satz, was würdet ihr euch wünschen? Jetzt wäre Ponyhof. Jetzt ist kommt so ein Genie, sagt so, ihr dürft, was wollt ihr? Also, wenn ich Ponyhof spielen dürfte oder Ponyhof träumen würde, dann würde ich, klar, weil ich als Betroffene gerade mir eigentlich ein Play zurückwünschen und sagen, hey, mach mal Hollywood-Szene jetzt draus, gerade 15. August und die Welt marschiert ein, Amerika hinter den Bergen, kommt mit auf einmal mit ihren Düsenjets rein und rettet Afghanistan. Und das passiert nicht das, was wir jetzt gerade hier haben. Und das heißt für die Diaspora, für uns Afghanen, die auch hier Träume haben, selbstverständlich geht es um die Menschen dort vor Ort, die in Lebensgefahr sind, aber auch wir haben Träume. Das heißt, ich wünsche mir, in mein Land gehen zu können und in mein Haus gehen zu können, dort einen Tee trinken zu können und die Stadt zu laufen mit meinem Vater und meine Heimat kennenzulernen. Einfach zu wissen, wie wäre mein Leben, wenn ich dort gewesen wäre. Nicht jetzt so wie jetzt, weil ich weiß, wer es aus mir geworden wäre, aber was wäre, wenn es schön gewesen wäre. Was mir Mut und Kraft gibt, sind vor allem meine Mitmenschen, die mit mir irgendwie sich politisch engagieren, aktiv sind in den Kiezen und vor Ort wirklich helfen und Demokratie auf den Straßen leben, in den Nachbarschaften leben. Und komme, was wolle, egal welche Regierung am Ende in Berlin oder im Bundestag regiert. Wir werden weiter laut sein, wir werden weiter stark sein, wir werden für eine befreite Gesellschaft kämpfen, die Menschen über Profite stellt. Ich glaube, was mir Mut gibt, ich muss auch, was du gesagt hast, vielleicht auch ein bisschen wiederholen. Ich muss auch sagen, dass auch vor allem in den letzten Monaten haben viele Menschen, die uns und unsere Anliegen unterstützt haben, mir auch viel, viel Mut gegeben, nicht nur für diesen Anliegen, sondern einfach um diese Hoffnung zu haben, dass unsere Anliegen bleibt nicht unser Anliegen. Diese Arbeit muss nicht nur von der betroffenen Menschen gemacht werden. Und das ermöglicht für mich auch diese Vorstellung für eine solidarische Zukunft. Und ich glaube, das ist, was mir Mut gibt. Mögen alle eure Träume in Erfüllung gehen. Ich glaube, bei dir könnte, inshallah, das mit dem Zurückgehen ist ein bisschen schwierig, aber alles andere, inshallah. Können wir einmal für unsere Gäste applaudieren. Danke an all euch, die auch gekommen sind heute. Danke für den emotionalen Support. Danke, dass ihr gekommen seid. Ein großes Danke geht auch an die an das One Now Team, die auch hier überall verteilt sitzen. Danke für die Unterstützung. Durch euch können wir auch solche Arbeit leisten. An die Alfred Landecker Foundation and Factory, Hammer Brooklyn. Ich glaube, das ist so hier so ein Inbegriff von wie viele Forces, viele Gewalten so zusammenkommen und zusammenarbeiten. Und hoffentlich ist das dann das, was die Transformation immer und immer wieder bringt, dass wir immer in dieser Transformation bleiben. Dankeschön. Danke euch. Danke dir. Party!